Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem, ja, diesmal anderen Video. Und zwar kommt jetzt das Video, was sich manche gewünscht haben, nämlich, dass ich alle meine Karten mal zeige, die ich in letzter Zeit entworfen habe. Und ja, ihr seht richtig, das sind alles meine Kartendecks. Dass sie alle neu sind, dass sie neu designt sind, sind es insgesamt 22 Stück, die gerade hier vor euch stehen. Die Wortkarten hier, die sind im Grunde genommen einfach nur eine neuere Version von meinen alten Karten. Ich zeige euch als allererstes nochmal meine alten Karten, also alten Karten, meine OGs. Ich benutze sie ja in letzter Zeit erstmal nicht. Ich glaube, weil ich einfach die neuen gerade kennenlernen will und probieren will. Das ist mein ursprüngliches Deck, was ich 2021 produziert habe oder beziehungsweise hergestellt habe. Ich habe das halt alles gemalt gehabt und habe das dann in ziemlich kurzer Zeit dann als Karten drucken lassen. Und das ist sozusagen das Deck, was ihr kennt, wenn ihr meine alten Videos schaut. Das habe ich die ganzen Jahre jetzt benutzt. Und das war natürlich ein bisschen einseitig, weil man mit, also es sind 120 Karten, das ist schon recht viel. Aber man kann jetzt nicht so viel machen. Ich hatte da noch so ein kleines Mini-Deck, weil ich im Jahre 2018 oder so hatte ich nämlich schon mal an so Sachen mitgearbeitet. Und da hatte ich jetzt noch so eine kleine Mini-Version da draus gemacht gehabt. 2022, 2021, irgendwann hatte ich das auf jeden Fall dann mit angefangen zu benutzen. Und das kennt ihr sicher auch. Und das waren so große Arkanen, die ich da gemacht habe vom Tarot. Aber nur die großen, ich habe keine kleinen oder sowas. Und wie ihr euch auch noch erinnern könnt, das sind eigentlich sozusagen meine ursprünglichen Wortkarten, die dann so aussahen. Genau. Und da ich mich ja natürlich weiterentwickle. Achso, und dann hatte ich auch noch, stimmt, ich hatte sozusagen vier Decks über die Zeit. Aber halt nicht so mit immer sehr viel Auswahl. Ich glaube, das hier, das kleine, sind, glaube ich, 33, 37 Karten. Und in dem hier, das hatte ich auch, das ist auch sehr alt schon, da hatte ich auch so Sternzeichen Sachen gemacht, ja. Und das kennt ihr sicher auch, also das habe ich ab und zu auch benutzt, genau. So, jetzt habe ich erstmal die alten gezeigt, damit ihr wisst, okay, das sind die Karten. Die habe ich jetzt jahrelang benutzt und die sind momentan im Schrank. Ich habe die erstmal weggetan, einfach um zu sagen, ich genieße die neue Energie, ich genieße die neuen Designs, die ich gemacht habe. Und irgendwie ist da auch ein Teil, der auch müde ist, was das Deck angeht. Ich glaube, ich werde das in Zukunft auch wieder integrieren. Aber ihr kennt das sicher, wenn man irgendwie so ein neues Spielzeug hat, dann will man manchmal mit diesem neuen Spielzeug die ganze Zeit spielen. Ja, okay, ich mache dann gleich weiter mit euch. Ja, also jetzt kommen wir zu den neuen Karten. Ich habe all meinen Karten, die hier stehen, einen Namen gegeben. Ich weiß nicht, es war am Anfang, habe ich das dann immer genannt, keine Ahnung, blaues Deck, grünes Deck, wie auch immer. Und irgendwann dachte ich, irgendwie ist das ein bisschen blöd. Ich will denen irgendwie einen Namen geben, eine Persönlichkeit. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich baue eine Verbindung zu meinen Decks auf, dass sie irgendwie auch für was stehen wollen, irgendwie von der Energie her. Also es ist so entstanden, dass für jedes Deck ein Name entstanden ist. Ich werde, wenn ich euch die Decks vorstelle und zeige, was ich mir darunter vorgestellt habe oder wofür die stehen, werde ich dann auch immer den Namen mit dazu einblenden, damit ihr das dann auch sehen könnt, weil ich weiß, sowas vergisst man. Also ich bin so jemand, man stellt sich vor, ich vergesse den Namen und ja. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, mit welchem ich anfange. Vielleicht räume ich die erstmal alle wieder weg und dann nehme ich eins nach dem anderen. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich habe hauptsächlich Orakelkarten. Ich habe ein Tarotdeck, das ist dieses hier. Ich habe ein Lenormand-Deck. Das ist jenes hier. Und der Rest sind alles Orakelkarten. Die Wortkarten sehe ich auch als Orakelkarten, genau. Und ich würde einfach sagen, wir fangen mit eins an. Mit einem an. Vielleicht fange ich ja mit einem Tarot als erstes an. I don't know. Und ja, los geht's. Ja, kurzer Disclaimer, falls ich das nicht erwähnt habe. Wäre es cool, dass die Decks, die euch persönlich interessieren, wo ihr Bock drauf habt, einfach in die Kommentare schreibt, so dass ich einfach eine kleine Orientierung bekomme, was euch so interessieren würde, worauf ihr Bock hättet, was ich vielleicht letztendlich irgendwann in den Shop stelle. Und das wäre auf jeden Fall cool. Wie gesagt, die Namen packe ich in die Infobox. Vielleicht verlinke ich auch nochmal irgendwas, dass ihr euch das nochmal in Ruhe angucken könnt. Und ja.
Ja, ich würde sagen, wir fangen mit den in Anführungsstrichen langweiligsten an. Wir fangen jetzt mit den Wortkarten an. Das sind jetzt insgesamt 220 Karten. Die sind, lass mich schätzen, in einem Format, ich glaube 59 mal 91 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall relativ klein. Aber meines Erachtens genau die perfekte Größe. Das ist so das Rückendeck. Das habe ich auch entworfen. Also vieles ist aus der Mischung oder der Bearbeitung von vielen Bildern entstanden und ich fand, das war so ein bisschen royal, vintage, ein bisschen mystisch. Es hat doch so ein bisschen was Dunkleres, Edles. Ich habe es auf jeden Fall geliebt. Genau. Und dann habe ich ja das designt und dann immer die Worte reingeschrieben. Und ich finde halt, dass das erstens zu meiner Deko viel besser passt. Ja, zu diesem Vintage-Style, den ich habe. Und ich hatte auch das Gefühl, das sieht ein bisschen immer so aus, als hätte man so einen kleinen Brief geöffnet. So als würde man so eine kleine Botschaft aus dem Brief ziehen. Und das hat für mich auch so ein bisschen mehr so witchy und mystisch. Weil die anderen Karten, die ich hatte, die waren auch schon cool. Aber es war mir dann nach einer Weile dann immer so weiß und hell. Und ja, ich fand, das ist angenehmer auch fürs Auge. Es ist irgendwie angenehmer. Auch in dem Zusammenspiel mit anderen Karten. Und ihr habt ja sicher festgestellt, die meine Kanäle, wollte ich schon sagen, meine Legung verfolgen, dass ich wenig Karten habe, jetzt wo Worte draufstehen. Das ist mit Absicht so. Also das geht nicht darum, dass ich das irgendwie vergessen habe oder ja, mir da irgendwie noch nachher was denke, sondern es ist mit Absicht so, dass dass meine Orakelkarten oder auch generell die Sachen einfach keine Worte drauf haben, weil ich für mich festgestellt habe, und das ist nur aufgrund meiner Erfahrung, ich habe ja am Anfang, so von 2020 August bis 2021 August, habe ich ja alle möglichen Kartendecks benutzt. Also ihr könnt euch vorstellen, ganz, ganz viele Kartendecks, die ihr vielleicht kennt, die ihr vielleicht selber habt, habe ich auf meinem Kanal benutzt und da waren oft eben auch Worte drauf. Und ich habe festgestellt, dass ich manchmal mit dem Bild sehr viel anfangen kann, aber ich fand dann, das Wort passt nicht dazu. Oder ich konnte mit dem Wort sehr viel anfangen, aber mit dem Bild nicht. Das war nicht immer so, aber sehr, sehr, schon sehr oft. Und dann habe ich festgestellt, dass ich dann manchmal Schwierigkeiten hatte, die Karte zu deuten, weil ich das Gefühl hatte, das Wort gibt mir vor, was die Karte bedeuten soll. Oder es war so, dass das Bild mir gar nichts gesagt hat und ich froh war, dass das Wort drauf stand. Aber dann war ich so wie, dann hätte es auch eine Wortkarte sein können. Wisst ihr, was ich meine? Also habe ich für mich festgestellt, deswegen habe ich dann auch 2021 mein Kartendeck, was ihr vorhin gesehen habt, auch ohne Worte gemacht und habe extra Wortkarten gemacht, weil ich dachte, das ist die Kombination, auch der Zufall, die Möglichkeiten viel größer. Und hatte damals, ich glaube, über 600 Wortkarten gemacht, weil alles, was mir einfiel an Worten, habe ich erstmal drucken lassen und dann geguckt in Legung, passt das Wort überhaupt zur Legung? Passt es zum Vibe? Ist das was, was eigentlich mir irgendwie Sinn macht? Funktioniert das für mich? Und dann habe ich jetzt im Nachhinein wieder aussortiert und geguckt, welche Worte sind sich vielleicht zu ähnlich, welche Worte sind vielleicht ja, irgendwie, ne, passend. Und da bin ich jetzt auf die 220, habe ich es runterdegradiert. Und das war gar nicht so leicht, weil es sehr viele Worte gab, wo ich dachte, ach, die will ich haben oder das will ich haben. Und dann musste ich mich entscheiden, weil wenn man zu viele Worte hat, merkt man auch, ja, dass das dann manchmal auch eine Doppelung sein kann oder wie gesagt zu ähnlicher Bedeutung. Und jetzt habe ich so runtergebrochen auf die, die ich für mich persönlich am besten finde. Ich weiß, eine Zeit lang haben mich Leute auch gefragt nach einer Liste, ob ich nicht eine Wortliste reinpacken kann. Das hatte ich, glaube ich, damals im Forum sogar gemacht. Das würde ich jetzt nicht mehr wieder tun, weil das meine Arbeit ist und meine Leistung. Und eigentlich müsste man dafür Geld verlangen und eigentlich ist das auch ein Künstler. Ne, ein Künstlergeheimnis, man muss das nicht verraten. Menschen können sich das selbst erarbeiten. Ich meine, ich habe da auch ganz viel Arbeit reingesteckt. Ich weiß, es gibt da draußen immer Leute, die dann sagen, gönn doch, aber ich bin an dem Punkt jetzt angelangt, wo ich sage, Arbeit muss gewertschätzt und bezahlt werden und wenn jemand was nicht hergeben will, dann ist es auch sein gutes Recht. Genau, das sind jetzt die 220 Karten. Ich habe schon gesehen, wenn ich die verkaufen würde, in der Produktion sind die ziemlich hoch, weil diese kleinen Karten von der Masse her in den Produktionskosten halt so hoch sind. Also ist auch der Verkauf, wenn der Verkaufspreis wäre, wäre der definitiv nicht günstig. Das will ich nur sagen. Also für die, die sagen, oh, könntest du die Wortkarten verkaufen, das kann ich euch jetzt schon sagen, das wird kein Schnäppchen. Ich will nicht sagen, dass irgendwas hier Schnäppchen wird, weil ich als Einzelunternehmer, der sozusagen
ja keine Massen abnehmen kann von irgendeinem Unternehmen, wird wahrscheinlich immer mit hohen Produktionskosten belastet sein, weil der Stückpreis einfach so hoch ist. Wenn du natürlich, keine Ahnung, Hunderte oder Tausende von Karten irgendwo bestellst, dann kannst du natürlich einen richtig guten Preis kriegen. Aber so muss man sagen, sind die Produktionskosten und das Ganze halt relativ hoch und dann muss man halt gucken, wo man bleibt als Künstler und Macher und Kreator. Und das wollte ich nur mal vorwegnehmen, weil manchmal die Leute auch fragen, kann der Preis nicht niedriger sein? Ja, also, ne, wenn du sehr viele Abnahmen hast, dann wahrscheinlich schon. Aber wenn du jetzt so wie ich so nur so kleine Sets machst, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Aber das wollte ich nur an der Stelle sagen, falls irgendjemand so eine Frage hat. Genau. Dann nehmen wir gleich das nächste. Das ist mein, habe ich schon den Preis gesagt, den Namen gesagt? Ja, der Name für die Wortkarten ist Lexaria und der Name für das Lenormand ist Crystallia. Also, ich mochte Lexaria so im Sinne von, ne, Lexikon, Worte, fand ich irgendwie voll cool. Und Crystallia ist so die Reise. Ich finde immer, dass Lenormand was mit einer Reise zu tun hat, mit einer Quest, mit einer Aufgabe. Ja, das ist jetzt das Lenormand, das habe ich ganz spontan entwickelt, weil ich hatte so dieses Gefühl, ich habe eigentlich noch nie hier auf meinem Kanal mit Lenormand-Karten gelegt, habe aber ganz am Anfang, ja 2020, hatte ich nämlich mehrere Lenormand-Karten-Decks gekauft von auch bestimmten Künstlern, die fand ich wunderschön und hatte eigentlich immer vor, mit denen zu legen, habe es dann aber auch nie gemacht. Ja. Und jetzt dachte ich, komm, du bist ja einmal im Kreativprozess, dann machst du einfach dein eigenes Lenormand und dann musst du dir auch keinen Kopf machen, zwecks irgendwelchen Rechten etc. Und ja, hast eine Möglichkeit, dein eigenes. Ich wollte, dass es mystisch angehaucht ist. Ihr werdet auch merken, viele Sachen sind bei mir mystisch, witchy, manchmal kann es auch ein bisschen neumodern sein, ein bisschen abgespaceder, aber das ist so mein Ding. Ich mag es. Also ich habe mehrere Facetten. Ich habe dieses mystische, unheimliche, urige, düstere, so mit Geistern und Gespenstern und Übernatürlichen und auch so Alien und bla. Und dann habe ich aber auch dieses süße, knuffige, verspielte, kuschelige, das ist auch so meins. Und dann aber auch so dieses etwas königliche, royale, vintage. Vieles ist, das werdet ihr auch noch sehen, auch weiblich, weil ich einfach auch in diesen ganzen Zeiten finde, dass die weibliche Energie viel mehr gefördert und gefeiert werden sollte. Und deswegen war es mir wichtig, meine Decks grundsätzlich auch viel, viel weiblicher anzuhauchen. Viel mehr Frauen, viel mehr Bewegung der Frauen, viel mehr Themen der Frauen, viel mehr Energien der Frauen, weil ich einfach die Frauen stärken und stützen möchte. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht die Männer stützen möchte. Aber dann möchte ich bei den Männern die weibliche Energie, ihre weibliche Seite, ihre verletzliche Seite mehr stärken und stützen, weil ich finde, das ist eins der Themen, um die wir uns auch in dieser Welt kümmern müssen, weil das ist die, die zu kurz gekommen ist. Aber bevor ich mich jetzt hier verquatsche, lass uns das Crystallia angucken. Genau, ich habe das in so einem, also alles, was ihr hier seht, ist auch von mir. Also ich habe mit AI gearbeitet, das muss ich an der Stelle auch sagen. Ich habe aber trotzdem alles bearbeitet, gestaltet, ja, kreiert, dass es in dem Stil ist, dass es so aussieht, dass es auch den Ton hat. Also das ist nicht eine Maschine, die dir das alles nur so einfach erstellt, sondern da ist auch viel Arbeit von mir mit drin. Weil ich glaube, manchmal haben Leute so diese Vorstellung, oh, das hat AI gemacht, also hast du gar nichts da gemacht. Nee, so ist es nicht. Aber das sind ja halt so die typischen Lenormand, diese 36 Karten, so wie man sie kennt. Und ja, also da ist definitiv auch viel Arbeit reingeflossen. Ich weiß, dass es spontan kam und nicht sofort war wie, okay, das mache ich jetzt. Und aber es ist gar nicht so einfach. Also gerade wenn man mit AI arbeitet, die macht nicht immer, was du willst. Die gibt dir nicht genau das, was du willst. Die verändert auch permanent ihren Stil. Also AI hat die Angewohnheit, du hast gerade einen Stil für dich gefunden. AI macht komplett einen anderen Stil. Auf einmal sieht alles ganz anders aus und du musst AI sozusagen auch trainieren und ihr beibringen oder ihm, ihr, ich sehe sie als weiblich, beibringen, welchen Stil du möchtest oder wie du das gestalten möchtest. Und das kann manchmal sehr frustrierend sein, aber ich finde, es ist super gelungen. Also ich liebe es total. Und ich mag auch total den Vibe. Wie gesagt, Eva habe ich das auch gleich. Also ich habe es Eva gezeigt. Ich habe Eva auch eins gedruckt gehabt.
Und sie ist aus dem Häuschen total gewesen und ist total verliebt und gesagt, das ist genau so ein Lennomar, wie sie immer haben wollte. So nach sowas hat sie immer gesucht und dann war sie total happy und ich war sehr, sehr glücklich, dass ich sie glücklich machen konnte. Und ja, ich denke mal, ich werde irgendwann auch mal damit legen. Ich habe früher, muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich mit Tarot angefangen habe, bevor ich mich überhaupt ta an Tarot und das ganze Orakelkarten rangewagt habe, habe ich wirklich auch Lennomar-Karten gelegt. Also die kleine Legung, die große Legung, das keltische Kreuz, das waren alles so Sachen. Das hat mir voll Spaß gemacht. Ich mochte dieses Legesystem. Ich mochte zu gucken, ja, was liegt auf der 36, was liegt auf der 2, welche Verbindungen kann man herstellen, wo liegt die Dame, wo liegt der Herr. Ja, so guckt was nach außen, nach innen. Also es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und deswegen wäre das vielleicht auch was, was ich mir vorstellen könnte, in Zukunft mal hier auf diesem Kanal zu machen. Ja, so viel dazu. Das ist unser Questalia, unser Lennomar. Und ja, weiter geht's. Also ich sehe gerade, also ich bin schon viel am Reden. Also es könnte ein langes Video werden, aber ihr könnt ja selber gucken. Das ist das nächste Deck, das ist so ein kleineres Deck. Ich muss gucken, wie groß das war. Es ist auf jeden Fall breiter als die kleinen Karten. Das ist das kleine Drachendeck. Patira nennt sich das. Kommt ein bisschen von Path, also auch Weg. Das ist auch wieder mit Worten. Das ist auch alles von mir gestaltet worden. Und das habt ihr bestimmt an der einen oder anderen Stelle so schon gesehen, da geht es mir um Botschaften. Ich wollte kleine Botschaften, kleine Seelen auf Pepperla oder kleine Hinweise, so dass du für dich gucken kannst, ne, was ist vielleicht gerade wichtig. Manchmal will man nicht gleich ein großes Kartendeck legen, manchmal will man keine Legung machen, manchmal will man einfach nur kurzen Hinweis. Man hat vielleicht eine kleine Krise, man fühlt sich vielleicht gerade unwohl, man braucht irgendeinen Stupser oder man ist unsicher bei einer Entscheidung. Und ich habe das Gefühl, also bis jetzt ist es so, dass dieses Deck sehr rein und ehrlich spricht und auch sehr ehrlich, also direkt ist. Also es ist nicht unverblümt, also es spricht nicht durch die Blume, das will ich sagen. Und ich liebe Drachen, also ich bin ein Drachenmädchen. Also jetzt nicht, dass ich hier bei mir überall Drachen habe, aber so viel dazu, weil viele fragen, warum im Intro ein Drachen ist. Meine Schwester hatte mir ganz am Anfang, als ich angefangen habe, meinen Kanal zu machen, Figuren aus Polymerklee gemacht. Und das ist nämlich der Drache, den hatte ich am Anfang auch immer im Intro, egal welche Deko ich gemacht habe, habe ich den nämlich am Anfang immer gefilmt. Er ist übrigens die zweite Figur in meinem Deck. Zuerst gab es die Eule. Oder beziehungsweise es gab, glaube ich, nicht zuerst nur die Eule, aber es gab auf jeden Fall die Eule. Das ist unsere kleine. Das will ich fokussieren. Hallo. Und das ist die kleine Eule, wo mich am Anfang auch ganz viele gefragt haben, kann ich die kaufen? Und also die hatte Eva mir sozusagen als Glücksbringer gemacht. Und auch die Schlange. Da hat sie noch gesagt, die ist ein bisschen grob. Da hatte sie ganz angefangen mit Polymer. Da war sie ihrer Meinung nach noch nicht so gut. Aber ich habe es geliebt, weil es ist das erste, was sie gemacht hat. Ich fand sie wunderschön. Ich fand ihre Augen toll. Ich fand die Energie toll. Selbst wenn sie sagt, sie könnte sie noch verändern und verbessern. Mir ist das wurscht. Ich fand sie ganz toll. Ich finde, ich liebe ihre Energie. Und deswegen, wenn mich am Anfang jemand gefragt hat oder jetzt auch fragt, warum hast du die Eule, den Drachen und die Schlange im Video? Das sind meine Glücksbringer und meine kleinen Totems, könnte man was sagen, die eben schon die ganze Zeit dabei sind. Ich hatte sie eine Zeit lang mal nicht auf dem Tisch stehen, wegen der Deko. Es hat nicht immer gepasst. Aber die standen immer die ganze Zeit hier rechts neben mir und haben über mich gewacht. Ja, und dadurch ist auch ein bisschen dieses Deck entstanden. Also, dass ja, ich wieder zu den Drachen ein bisschen zurückgefunden habe und ich liebe jeden Einzelnen. Und ja, das ist sozusagen ein kleines Worte-Deck. Und falls sich jetzt jemand fragt, hey Maria, warum zeigst du denn nicht alles? Das mache ich einfach aus den Gründen, damit du es dir entweder kaufst und alles hast, aber nicht einfach irgendjemand im Internet sich einfach alle meine Ideen klaut, weil die Gefahr besteht leider. Und deswegen zeige ich euch nur einen kleinen Ausschnitt, also nicht böse nehmen, ja. Dann das nächste Deck, was ihr auch bestimmt schon ein paar Mal gesehen habt, ist dieses hier. Das ist mein kleines Tierdeck. Ich habe mehrere Tierdecks, kennt ihr bestimmt schon, aber das ist das kleine Tierdeck. Das ist Revelia. Also sowas wie, ne, soll sich etwas zeigen, etwas offenbaren. Das ist auch so ein bisschen Harry Potter inspiriert, aber nicht komplett, aber so Revelia, genau. Und das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, das ist mit diesen kleinen süßen Tierchen, die in einem Koffer sitzen. Ja, also das sind meine kleinen Koffertiere, wo dann immer ein passendes Wort dazu von mir zugepackt wurde. Und wie gesagt, die habt ihr ja bestimmt auch schon an der einen oder anderen Stelle gesehen. Die sind auch wieder klein, das ist auch wieder so 59 cm, 91, also auf jeden Fall
Ich habe jetzt recht große Hände, aber die sind recht klein und kompakt. Also die haben dieselbe Größe wie, lass mich gucken, das Lenormand Deck. Also die sind gleich groß, wie ihr sehen könnt. Und das fokussiert nicht. Aber ja, die sind gleich groß. Und ich liebe auch das Rückendeck. Die sind auch alle extra dafür. Also ich habe immer gefühlt, welche Energie, welche Farbe, welche Form, was würde passen. Und ich fand, das passt sehr gut. Ja. Gut, ich halte mich mal ran, dass es wieder wirklich nicht zu lange wird. Weiter geht's. Ich bleib mal bei den kleinen Karten, weil ich habe, lass mich kurz gucken, 1, 2, mit dem Lenormand 3 und den Wortkarten 4, 5, 6, 7 kleine Karten. Und der Rest sind alles große Karten, also die wirklich groß sind. Und ich dachte, ich bleibe jetzt erstmal bei den kleinen Karten. Und das sind die für mich neueren kreierten. Also das sind jetzt die, die ihr gerade gesehen habt, die habe ich wirklich ganz am Anfang kreiert. Ganz am Anfang heißt für mich, wann habe ich angefangen? Habe ich im April? März, April. Im April habe ich angefangen, kurz nach meinem Geburtstag. Und das sind jetzt die, die ich Ende April, Mai kreiert habe. Und ja, das sind, lass mich ganz kurz gucken. Also das ist mein Pflanzendeck, Herbella. Ich habe aber versucht, ein bisschen mit A zu enden, weil ich finde das irgendwie schön. Ich meine, ich heiße Maria, also ja, wer weiß, ob es daher kommt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist das Rückendeck. Ich fand, das war auch sehr schön. Ich mag das so ein bisschen, auch so ein bisschen, auch so vintage, aber auch so ein bisschen, ja, pflanzlich halt. Und die habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Mit den Worten drauf. Da habe ich auch wirklich alles hier mit kreiert und auch den Banner und die Worte und den Rand und all das. Also das ist wirklich alles von mir Stück für Stück alles zusammengesetzt und zusammengearbeitet. Und es ging mir darum, ich wollte schon immer mal ein Pflanzendeck. Ich habe auch, ich glaube, ich habe mal ein großes Pflanzendeck vor Jahren irgendwo mal gekauft gehabt. Und ich weiß nicht, ob ich die in Videos benutzt habe oder ob ich sie benutzen wollte. Und dann kam gerade die Zeit. Aber ich habe die ganze Zeit immer gedacht, oh, es wäre so cool, mal ein Pflanzendeck zu haben. Und habe dann wirklich auch nach Pflanzen geguckt. Jede einzelne, ich wusste noch alle Pflanzen. Hatte die mir auch alle extra rausgeschrieben. Ja, aber bei manchen sieht man es halt sofort, wie halt die Rose. Bei anderen bin ich mir jetzt, das ist zum Beispiel die Mistel. Aber ich habe halt die Distel oder ja, dann haben wir hier den Löwenzahn. Also es sind so ein paar Sachen. Da müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken, welche ich da hatte. Aber es muss gar nicht die Bedeutung der Pflanze per se sein. Weil ich hatte erst überlegt, nimmst du die Bedeutung der Pflanze und schreibst da sozusagen dann die Bedeutung drunter? Oder fühlst du einfach in dich rein, was die Karte dir sagt, was die Karte dir für einen Vibe gibt, was die Pflanze dir für eine Energie gerade gibt? Und nimmst das. Und dann habe ich gemerkt, oh ja, es gefällt mir, das zu machen. Und selbst wenn manches sich dann auch überschneidet mit der Bedeutung der Pflanze. Aber ich wollte mich nicht komplett nur auf die Pflanze festlegen. Ja, und so sind die Karten dann entstanden. Also ich liebe irgendwie diesen Vibe. Auch hier ist es so ein bisschen, soll es auch so ein bisschen retro, vintage sein. Und ich finde, das sieht doch, also ich persönlich habe es auch hauptsächlich wegen der Optik gemacht, weil es sich einfach sehr schön macht beim Legen und I don't know. Das ist auch so ein kleines Deck. Ich glaube, das sind auch 33 Karten. Stimmt, ich habe euch gar nicht gesagt, wie viele. Also das sind 33 Karten. Bei dem kleinen Drachendeck sind es, glaube ich, 53 Karten und bei dem kleinen Tierdeck waren es, glaube ich, auch 33. Das müsste eigentlich die gleiche Anzahl sein. Ja, ich glaube, die beiden waren dieselbe Menge, 33 Karten jeweils. Was ich an sich eigentlich auch schon eine Menge finde, gerade wenn man das dann erstellt, merkt man dann erstmal, was 33 Karten sind, weil dir muss erstmal so viel einfallen. Ja. Das ist jetzt sozusagen unser kleines Harbella-Deck. Jetzt kommen wir zu dem Deck, das habt ihr auch schon gesehen. Das ist mein Kristall-Deck. Das ist das Amethysia. Ich stehe auf Amethyste. Ich hätte es auch Labradorit, Labradoria.
nennen können. Aber irgendwie fand ich den Namen Amethysia ganz toll. Und genau da haben wir verschiedene Kristalle auch mit Botschaften. Ich wollte da noch so ein Botschaftendeck. Ich hatte damals, glaube ich, auch irgendwo mal von jemandem ein gebrauchtes Kristalldeck abgekauft. Und das fand ich damals auch richtig, richtig cool. Aber da stand, glaube ich, nicht irgendeine Bedeutung drauf, sondern hinten drauf stand dann drauf, was man mit dem Stein macht und bla. Und ich wollte aber wirklich so ein Deck, was eine Botschaft hat. Und manche kann man auch erkennen, ja, bei manchen, weil ich hatte mir auch wirklich alle einzeln ausgesucht, welche das waren. Ich kann das jetzt nicht mehr alles wiedergeben, weil das war, glaube ich, ein Larimar. Hier haben wir ein Fluorit. Ich glaube, das war ein Aquamarin. Das war, glaube ich, ein Rutilquarz, hier war mal Moosachat, das war ein Opal, das ist, glaube ich, der Pyrit gewesen, das war ein Zitrin, entweder war das der Amethyst oder ich hatte noch den anderen, Lepidolit, glaube ich, ja, Lepidolit in Amethyst, das war, glaube ich, ein Tourmalin, also ja, ich habe halt wirklich auch nach Steinen geguckt, die ich kenne, mit denen ich lege, die ich auch immer als Pickepalz benutze, so dass ich ein paar Anhaltspunkte habe. Wollte aber auch hier nicht unbedingt nur auf die Steine eingehen, sondern war so wie, welchen Vibe gibt mir die Karte, welche Energie gibt mir gerade dieses Bild der Stein, und dann kam die Botschaft durch und die habe ich gechannelt und hier draufgepackt. Und hier haben wir jetzt 55 Karten. Das ist auch wieder die breitere Version, also das ist sozusagen dieselbe Gestaltung wie das Partierer. Ja, dieselbe Größe. Hier haben wir nur 53 und hier haben wir 55 Karten. Wo ich ganz ehrlich auch sagen muss, da auch die richtige Form für sich manchmal zu finden und zu gucken, was stimmt denn jetzt hier oder was fühlt sich gut an, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ja, weitermachen wir. So, jetzt kommen wir zu einem der absolut neuesten meiner kleinen Karten. Das hatte ich wirklich jetzt erst vor 2 Wochen oder 1,5 Wochen drucken lassen. Und zwar ist das Gustalia. Das habe ich einfach spontan kreiert, weil ich hatte Bock auf Geister, auf Geisterfrauen, auf Frauen, die verstorben sind, Frauen, die vielleicht Ahnen sein können, Schutzgeister, vielleicht auch Poltergeister, I don't know, Frauen, die andere Frauen Botschaften geben möchten. Ich sehe es immer so, dass sehr viele Frauen in dieser Welt sehr viel Schmerz und sehr viel Kummer erleiden mussten, aber auch Liebe und Freude. Und ich glaube immer, dass in der Geisterwelt viele Botschaften versteckt sind, ja, die wir vielleicht manchmal nicht sehen oder nicht erhalten können. Und da fand ich, dass dieses Deck das unheimlich gut wiedergibt. Ich wollte es unbedingt auch in so einem eher so vintage, rustikalen, mystischen Stil halten. Also das ist jetzt das Rückendeck. Ihr seht auch, das ist so der Geist mit lauter Blumen von so einem Mond sitzend in so einem Garten. Ich fand das irgendwie voll cool, dass ich das so hingekriegt habe. Ja, und das sind unsere Geisterfrauen. Die habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Ich glaube, einmal habe ich bis jetzt, glaube ich, mit denen gelegt. Und ja, die haben auch Botschaften für dich, je nachdem, ja, was sie dir zu sagen hat. Und ich finde es so spannend, weil die sprechen wirklich sehr gut. Ich bin immer so am Anfang skeptisch bei meinen eigenen Decks, weil ich immer bin wie, na, mal gucken, ob das Deck sich auch so legt, mal gucken, ob auch die Energie so rüberkommt. Und dann merke ich, nee, als ich das erstellt habe, als ich das kreiert habe, als ich die Botschaften empfangen habe, da war das alles synchron und stimmig. Und deswegen funktioniert es auch bei einer Legung. Und hier haben wir auch wieder 33 Karten. Also das sind auch wieder wie das kleine Revelia, das kleine Tierkartendeck, und auch wie das Herbella, das Pflanzendeck. Also das ist dieselbe Größe und auch dieselbe Anzahl. Ja. Und ich liebe es auch über alles. Und es hat auch wirklich, hier hat es wirklich gedauert, dass erstens AI mir auch die richtigen Frauen ausspuckt, muss ich auch sagen. Dann aber auch, dass ich den Rahmen mache, dass ich den Rand mache, dass ich die Gestaltung mache, dass ich das hinkriege, dass das auch so aussieht. Das hat wirklich länger gedauert, als es aussieht. Vielleicht denkt man dann auch manchmal, hey, nee, das ist doch supi einfach. Nee, ist es nicht. Ja, das ist auch, muss ich sagen, mit eins meiner kleinen Lieblinge, einfach weil es so komplett auch meinen Nerv trifft. Also nicht, dass die anderen nicht meine Lieblinge sind. Ich liebe sie über alles. Aber da habe ich dann auch gemerkt, das ist so auch so die kleine mystische Maria in mir, die schon immer irgendwas ja, mit Geistern irgendwie zu tun hatte. Ja. So, jetzt nochmal als kleiner Überblick. Das sind jetzt also meine kleinen Karten. Wir haben Revelia, Patera,
Lexaria, dann haben wir unser Questalia, unser Lenormand, Gustalia, unser Geisterdeck und Amethysia und Habella. Das sind also die ganzen kleinen, sagen wir mal, Mini-Decks. Und jetzt kommen wir finally zu den großen. Okay, ich habe jetzt festgestellt, ich habe gar nicht nur 22, ich habe sogar 23 Decks, weil zwei übereinander lagen. Aber das tut dem jetzt keinen Anbruch, weil ich eben die Wortkarten eher nur als Redesign sehe, als wirklich als neue Schaffung. Aber halb so wild. Ich habe jetzt gedacht, ich nehme jetzt eins mit der auch ganz neuen Decks, die ich kreiert hatte, jetzt auch erst vor ein, zwei Wochen, weil da auch nochmal Worte drauf sind. Und zwar ist es das Dracunara-Deck. Das ist jetzt 70 mal 120 und da habe ich 40 Karten. Also bei den großen gibt es entweder meistens nur die 40er, 80er. Ja, und das war's an Anzahl, außer du machst eine andere Anzahl. Du musst natürlich nicht so viele nehmen, aber das ist jetzt das Rückendeck. Ich dachte, das ist irgendwie cool mit einem Drachen drauf. Und habe dann hier nochmal die großen Drachen mit halt einem passenden Wort dazu. Und das ist dann sozusagen die große Variante. Da war ich auch. Ich glaube, ich habe die kleinen Drachen gesehen, war verliebt in die kleinen Drachen und dachte, ich will irgendwie noch große, mächtige, stolze, kraftvolle Drachen, weil ich liebe zum Beispiel auch diesen Film Dragonheart. Und zwar nicht den neuen, sondern den aus den 90ern. Und ich liebe, liebe, liebe die Szene, wo er zu den Sternen aufsteigt. Und sie sagen, wo sollen wir lang gehen? Was sollen wir tun, wenn wir nicht wissen, wo unser Leben lang geht? Und Draco sagt einfach, schau zu den Sternen. Und jedes Mal kullern mir einfach nur die Tränen übers Gesicht. Ich kann ja mal unten verlinken, was ich da meine. Ja, also das ist auch eins meiner, nicht Lieblingsdecks, ich liebe alle Decks. Aber wenn es darum geht, dass ich sage, oh, Drachen, ich liebe auch, wie das manchmal so aussieht. Ja, also hier habe ich auf jeden Fall eine bunte Mischung und ich liebe auch, wie die rausgekommen sind. Und die haben auf der einen Seite was sehr Mächtiges, Stolzes, Kraftvolles, aber auch was sehr Liebevolles. War mir wichtig, dass sie auch was Liebevolles haben und nicht die ganze Zeit nur motzig daherkommen, weil das ist auch nicht so meins, weil auch gerade bei Dragonheart der Drache ist zwar ein bisschen motzig und frech und er ist lebensmüde und er hat eigentlich gar keine Lust mehr hier zu sein, weil er der Letzte ist. Aber gleichzeitig ist er sehr liebevoll und dem Menschen helfend und er müsste das nicht tun, aber er tut es, weil er es versprochen hat. Und so fühle ich das auch, dass diese Drachen wie so eine Aufgabe haben, wie so eine Liebe für die Menschen, auch wenn es ihnen gar nicht immer gewertschätzt wird. Ja. Also, das ist jetzt das, was auch immer, wie vielte Deck. Ich kann sie euch nochmal nebeneinander halten. Das sind die beiden Unterschiede in der Größe. Genau. Okay, weiter geht's. So, das sind meine drei Tierdecks. Ich glaube, andere Tierdecks habe ich nicht, oder? Nee, ich glaube, das müssten meine vier, sage ich schon. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal ein viertes. Manchmal fühle ich ja Dinge schon im Voraus. Und zwar hatte ich angefangen, das war mein allererstes, ich glaube, das war mein allererstes Deck, bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe, habe ich das kreiert, weil ich dachte, boah, ich habe so Bock auf ein Krafttier-Orakel, auf irgendwie so Tiere und so das Gefühl, dass das Universum einen unterstützt und dass es einem Energie gibt und dass es einem eine Botschaft durch die Tierwelt gibt. Und hier sind keine Worte drauf. Und es wird auch keine Erklärung dazu geben, weil ich wurde schon gefragt, machst du ein Erklärungsbuch? Ehrlich gesagt, ich würde mich dumm und dämlich schreiben, wenn ich das tun würde. Und bei mir geht es eben darum, dass die Karte zu dir sprechen soll. Und wenn eine Karte manchmal nicht zu dir spricht, dann ist es okay. Aber ich finde immer, dass jede Karte etwas hat, was in dem Moment in deinen Kopf poppt. Und selbst wenn du denkst, ach, das ist nur mein Gedanke oder ach Quatsch, aber da ist eine Botschaft. Wir sollten nicht unterschätzen, dass Karten oder Bilder zu uns sprechen und dass es nicht einfach nur ein Gedanke ist, der da im Kopf ist, sondern dass es wirklich eine Ahnung ist, die wir da haben. Und ich wollte, dass die Bilder eindrucksvoll sind und dass sie energetisch sind und dass sie irgendwie was vermitteln. Und selbst wenn die Karte dir nur Ruhe bringt oder nur Frieden oder dich in irgendeiner Form bestätigt, das reicht dann schon. Genau. Das ist das Luminara. Ich habe es deswegen Luminara genannt, weil, wie ihr seht, es leuchtend ist. Also im Sinne von, dass es soll so eine blaue, leuchtende Energie haben. Also das ist so, dass ihr habt bestimmt die eine oder andere Schildkröte hier schon gesehen oder auch mal den Elefanten. Die Kamera will nicht fokussieren.
Ja. Mhm. Die hatte ich auch letztens in einer Legung. Also mir geht es vor allen Dingen darum, dass es darum geht, so Energie zu bekommen, sich aufgeladen durch dieses Deck zu fühlen. Und auch hier werde ich jetzt wieder nicht alle zeigen. Ach, hier haben wir einen Löwen. Einfach, dass die sich das dann holen würden. Ja, dass sie sozusagen die, dass ihr das vollständige Erlebnis dann habt. Ich meine, große Verlage machen das, glaube ich, auch so. Die zeigen auch nicht alles. Ich finde es eigentlich auch ganz gut. So bleibt immer so eine kleine Überraschung. Ja, also es hat so diesen bläulichen, leuchtenden, energetischen, aufladenden, aber auch so mystischen, verborgenen Unterton oder halt so dieses Thema. Es hat halt so was. Ich wollte halt, dass es auch so ein bisschen Universum, universell, mit Symbolen und ja, Symbolmagie und sowas. Also es sollte schon mystisch sein. Mir ging es darum, dass es auf jeden Fall ein Deck ist, wo du sagst, boah, da fühlst du dich irgendwie mystisch. Jetzt nicht, dass ein Krafttier-Orakel immer so sein muss, aber das war voll der Vibe, auf den ich gegangen bin und wo ich wirklich voll Bock drauf hatte. Und ich mag auch das Rückendeck. Es hat für mich auch so ein bisschen Kornkreis und auch so ein bisschen sowas Uriges aus der Vergangenheit, Wandmalereien oder auch keltischer Kreis. Also so ein bisschen auch wieder die Mystik und das Verborgene und die Vergangenheit und vielleicht das Geheimnis in sich. So habe ich mir das halt vorgestellt. Genau. So, dann nehmen wir unser zweites Deck. Das war, glaube ich, das zweite Deck, was ich dann kreiert habe. Später, als ich dann gemerkt habe, boah, ich hätte irgendwie Bock auf noch ein Tierdeck. Einfach just because, einfach weil ich es kann. und das ist das Lorafina. Das ist jetzt hier das Rückendeck. Das denke ich mal, habt ihr auch schon an der einen oder anderen Stelle gesehen. Und da sind die Tiere eher, ja, eher so ein bisschen im Märchenstil. Also nicht komplett, aber ich hatte so diesen, das sollte so ein bisschen, nicht komplett Märchenstil, aber es sollte so ein bisschen mehr verträumt sein. Ich hatte das Gefühl, ich möchte, dass es einfach nicht ganz so modern, astrologisch, energetisch ist, sondern ein bisschen ruhiger von der Energie. Aber trotzdem sehr imposant und sehr stark. Ich wollte, dass es ausdrucksstark ist. Also ich finde, mir war wichtig, dass die Bilder etwas rüberbringen. Zum Beispiel hier haben wir ja so diese Sanftheit, dieses Liebliche, diese Geduld und das Warten. Dann hier haben wir schon so ein bisschen was kraftvoll Erwartendes, vielleicht auch Losspringendes. Also es ist so eine Energie, die, ja, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die ist nochmal ganz anders, aber die hat auch was. Also, ich kann es nicht richtig beschreiben, aber ich arbeite mit dem Deck zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, weil es trifft sehr oft immer den Vibe für die Karten, die da sonst noch liegen. Es hat oft eine sehr starke unterstützende Wirkung und auch so, die Bilder an sich sind sehr aufladend. Und da kommt unser Finibini. Ja, möchtest du dich zu uns gesellen? Möchtest du eine Runde mitgucken? Ja. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Deck. Das habe ich dann danach kreiert. Das ist das Visionara. Das hat vielleicht der ein oder andere auch schon gesehen. Das ist das Rückendeck, was ich auch erstellt habe. Und die Karten sind eher so ein bisschen. Du bist gerade in den Tee gedapst, Finibini. Warte mal kurz. Okay, da ist Finn in den Tee gedapst und hat gerade hier alles voll gespritzt. Okay, was würde ich sagen? Das ist so ein bisschen neu, moderner. Ich glaube, eine Zeit lang gab es mal diesen Stil. Wie verrückt, das hatten Leute ständig auf Klamotten und ständig irgendwie sind die damit rumgelaufen. Und ich fand das aber richtig hübsch. Und ich dachte so, ich habe irgendwie voll Bock, mal so ein Deck zu kreieren, wo ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen schamanisch angehaucht, urisch. Es hat so eine absolut schöne Symbolik. Manche sind eher pastellig, andere sind eher ein bisschen düsterer. Aber alle sehr kraftvoll. Mir ging es darum, dass es sehr kraftvolle Ausdrücke sind. Und man das Gefühl hat, selbst wenn die Eule einen jetzt anguckt, man weiß nicht, was man sagen soll, dass man irgendwie sich aufgeladen fühlt, dass man, weil das ist es. Ich möchte,
auch wenn ich das jetzt hier für die Legung benutze, aber angenommen, ne, ihr würdet das jetzt in der Hand halten und ihr würdet eine Karte ziehen und ihr würdet dann diese Energie von dieser Karte spüren, dann sollte ich das aufladen, dann sollte ich das helfen, dann sollte ich das in dem Moment etwas geben und nicht nur, dass es nur eine Botschaft ist, sondern ich wollte, dass die Energien in diesen Karten auch stimmen, dass es auch wirklich auch das richtige Bild ist. Und weil ich habe mehrere Dinge erstellt und habe dann auch aussortiert, was davon hier reinkommt. Ne? Das ist natürlich auch Try and Error, ganz viel zu probieren, ganz viel zu machen. Ja. Ich habe gerade gemischt und sie ist wieder da. Also sie passt so ein bisschen auch, ne? So die Schneeäule. Ich liebe sie auch über alles. Ich liebe diese Farben. Ich finde, das ist mega schön geworden. Ja, und hier haben wir jetzt 80 Karten, genau. Hier haben wir 80 Karten beim Visionara, beim Luminara haben wir auch 80 Karten und beim Lorafina haben wir 40 Karten. Aber die sind alle in der Größe 70 mal 120. So, und dann sind wir jetzt auch erstmal die Tierkarten durch und weiter geht's. So, dann habe ich zwei für mich astrologische Decks. Also das eine hat die Astrologie mit drin, aber auch Sternwesen. Und das ist das reine astrologische Deck. Das habe ich zuallererst kreiert. Ich glaube, das war so das dritte oder vierte, was ich kreiert habe. Das ist das Astravia. Also hier habe ich 80 Karten, Orakelkarten, wo ich sozusagen, ich glaube es sind 80, vielleicht sind es auch ein paar weniger, aber auf jeden Fall sind es aber die Sternkreiszeichen, die 12, in unterschiedlichen Varianten. Also ich empfinde die Astrologie so, dass wir einmal die 12 Tierkreiszeichen haben und dann haben wir aber auch die 12 Häuser, die für bestimmte Dinge stehen. Und für mich stehen die je nachdem immer für andere Sachen. Also das erste Haus kann die Selbstreflexion sein, das kann aber auch bedeuten, du, der im Mittelpunkt steht. Es kann aber auch, ja, der wird auch für Sport, Aktivität und so weiter stehen. Und ich habe deswegen unterschiedliche Facetten der Sternzeichen da reingenommen. Und vielleicht habt ihr das ein oder andere gesehen. Ich habe zum Beispiel die Zimmer, ja, wie die Zimmer gestaltet werden können. Wie hier zum Beispiel, wie sieht jetzt ein Wassermannzimmer aus? Es ist so ein bisschen die Technik, der Fortschritt, die Entwicklung, aber auch so ein bisschen distanziert, aber auch einladend. Das ist so eine Mischung aus Kühle und dann natürlich, dass es blau ist, ne, dass es das Element Luft ist. Dann habe ich zusätzlich zu den Sternzeichen auch noch die Monate, die 12 Monate mit reingepackt. Also das zum Beispiel wäre jetzt hier der Mai. Ich habe dann immer versucht, so ein bisschen den Monat einzufangen. Dann haben wir hier zum Beispiel das Lernen. Das wäre jetzt zum Beispiel das 9. Haus, der Schütze. Ja, das hat mit Bildung, Weiterbildung, Lernen, Studieren zu tun. Es kann auch die Rechtschaffenheit sein. Dann habe ich auch noch die Planeten. Hier haben wir zum Beispiel Saturn mit drin. Die habe ich auch noch mit reingepackt. Dann habe ich die Planeten, die Sternzeichen auch als kleine Figuren kreiert. Das ist zum Beispiel jetzt die Fische-Figur dafür. Ich habe halt einfach gemacht, ich dachte, ich will mal ein schönes, für mich astrologisches Deck, indem ich einfach mal rumspiele und einfach mal Spaß habe. Das ist zum Beispiel das 12. Haus, ne, was für den Abschied und den Verlust stehen kann und den Tod. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den, ich glaube, das war der April. Ja. Hier haben wir die Sonne beziehungsweise den Löwen. Das ist, man kann beides nehmen. Es ist ja die Herrscherin, die Sonne, aber es ist, glaube ich, die Löwegöttin. Hier haben wir den Steinbock. Also es ist, hier haben wir auch die Erde, habe ich auch noch mit reingepackt, weil ich bin, und das will ich auch sagen, falls jemand astrologisch ist, ich gehe nicht nach all diesen Planeten, die die westliche Astrologie hat, sondern nur die 7, die die vedische hat. Also es sind natürlich alle Planeten in unserem Stern, also in unserem Sonnensystem. Aber manche Planeten haben nicht so starke Auswirkungen auf uns, weil sie zum Beispiel alle 20 Jahre erst ihr Zeichen wechseln und da ist der Einfluss manchmal nicht so riesig und deswegen habe ich Neptun, Pluto und Uranus nicht mit drin, sondern nur die anderen 7. Hier haben wir zum Beispiel Zwillinge oder die Waage. Ja, also ich habe versucht, das ist zum Beispiel das Haus, was das 4. Haus für mich ist, das Zuhause, Zuhause sein, sich wohlfühlen. Ja, und habe einfach versucht, alles, was ich astrologisch für mich jemals gelernt habe,
hier für mich reinzupacken, damit ich, wenn das fällt, auch gut deuten kann, dass zum Beispiel das kleine Maskottchen für den Skorpion, das ist so ein bisschen das Mystische, das etwas dunklere, okkulte, düstere. Hier haben wir zum Beispiel den November. Ja, also das ist so ein Multikulti-Deck und ich muss auch sagen, ich hätte es nicht gedacht, weil ich habe am Anfang gedacht, Gott, was machst du hier? Alles querbeet. Aber wenn ich lege, also ich jetzt, es mit das beste Deck, was mir überhaupt Infos gibt, was mir hilft. Also es ist so schön Multikulti. Hier haben wir das Steinbockzimmer. Es ist so schön Multikulti. Ich liebe es. Es gibt, hat so viel Aussagekraft in ganz vieler Hinsicht. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und nicht in meinem Kopf, auf meinen Kopf gehört habe, der gesagt hat, was ist das für ein Kram? Und das ist aber nicht klassisch und, sondern ich wirklich einfach intuitiv daran gegangen bin und gedacht habe, das mache ich jetzt. Ja. Also, hier haben wir 80 Karten, 70 mal 120 von der Größe. Und ja, und dann gucken wir uns das an. Das ist nämlich eins. Das ist, glaube ich, mit eins, nee, nicht das ganz Neueste. Aber das habe ich, glaube ich, dann so Ende April, Anfang Mai kreiert. Das kam ganz spontan, weil ich irgendwie noch mal Bock drauf hatte. Ich hatte zwar schon das Astrologische, aber das ist bei mir manchmal so. Ich denke dann, ich lege Karten und denke, oh, irgendwie hättest du Bock auf noch etwas, was das oder das enthält. Das habe ich auch alles kreiert, das Rückendeck. Ich fand das irgendwie sehr cool. Ich meine, es heißt Lunara. Also Mond, es geht hier auch um den Mond. Es sollte vorwiegend um den Mond gehen, weil ich wollte auch ein Deck, was den Mond enthält, die Mondzeiten, aber auch die Sternzeichen und aber auch die Tage, also auch Götter in der vedischen Astrologie. Beziehungsweise, ich habe ganz viel mir durchgelesen und festgestellt, boah, jeder Tag hat einen anderen Gott. Also Montag hat den Mondgott und Dienstag hat den Marsgott und Mittwoch hat den Merkurgott und so weiter und so fort. Und in der vedischen Astrologie beziehungsweise in Indien betet man dann verschiedene Götter an, wenn man zum Beispiel verschiedene Wünsche hat. Mittwoch ist zum Beispiel Ganesha und der steht für Geld. Also mittwochs betet man dann sozusagen den Gott, den Merkurgott an. Oder Freitag ist auch Geld und Liebe. Dann betet man Lakshmi an und bittet sie um Hilfe und ihre Gaben. Und sie steht eben für die Venus, für die Liebe. Und das sind so Sachen, die fand ich voll cool. Und die wollte ich immer schon integrieren irgendwann mal in meine Legung. Hatte aber nie ein Deck, also habe ich das für mich kreiert. Und so ist das entstanden. Das ist zum Beispiel jetzt hier die Jungfrau. Ja, ich habe das auch alles ineinander gefügt. Das war so eine Fippelarbeit alles. Hier haben wir den Steinbock. Skorpion. Ja, also es ist ein bisschen bunter und auch ein ganz anderer Stil. Das ist zum Beispiel Andromeda. Das soll sozusagen Andromeda-Sternwesen darstellen. Hier haben wir die Jupiter-Energie, steht für den Donnerstag. Und wie gesagt, bei mir gibt es alles Göttin. Hier haben wir noch Rahu, bei der vedischen Astrologie beachtet man die Mondknoten Ketu und Rahu. Ketu, vergangenes Leben, Rahu, das Leben, was du noch leben sollst, die Unerfahrenheit, deine Lebensaufgabe. Und ich liebe das einfach. Hier haben wir die Sonnengöttin. Hier haben wir Lemuria. Hier haben wir Lyra. Also ich habe versucht, auch hier eine coole Kombination aus Sternzeichen, aber eben auch so ein bisschen die vedische Philosophie, aber auch die Sternwesen mit einfließen zu lassen, aber eben auch, ne, die Planetenenergie. Weil wenn man die 7 Tage hat, hat man auch die 7 Planeten. Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Steinbock und Sonne, Steinbock, Saturn und Sonne. Saturn beherrscht den Steinbock, deswegen wahrscheinlich. Ja, und das ist, ich weiß nicht, es hat irgendwie was mit mir gemacht, als ich das erstellt habe. Ich hatte auch so das Gefühl, das hat auch so ein bisschen was Ätherisches, das ist so ein bisschen auch sehr mystisch, hat auch ein bisschen was Dunkleres, Düsteres, hat nochmal einen ganz anderen Vibe, aber auch sehr kraftvoll, farbintensiv. Und ich mochte das. Ich mochte irgendwie, ich mag Vielfalt und ich mag, wenn sich Dinge verändern. Hier haben wir allerdings nur 40 Karten. Also ist ein bisschen schmaler, aber auch die 70 mal 120. Genau. Und ja, jetzt bin ich schon bei übelst 4 Minuten, aber vielleicht seid ihr ja noch dran und weiter geht's. Ja, jetzt habe ich 2 Decks. Das habe ich auch exklusiv halt für mich gemacht, zum Arbeiten, weil ich festgestellt habe, dass mir das immer so ein bisschen fehlt bei Legung und weil ich was wollte, was auch zu mir passt. Und das eine, das ist das Talindra-Deck.
Deck. Hier geht es speziell um die Märchen. Also ich bin ja so ein Märchenmensch und ich benutze gerne die Metaphern und die Geschichten der Märchen, weil ich finde, das ist sehr viel über die Menschheit und die Probleme, die Schwierigkeiten, aber auch die Typen, die es gibt als Mensch, beschreibt. Und deswegen finde ich, sind Märchen mit so das Beste, was man machen kann, um auch eine Legung zu machen. Und deswegen wollte ich für mich ein abgestimmtes kleines Märchendeck. Das ist auch wieder 70 mal 120, sind 40 Karten. Und hier haben wir halt so klassische Symboliken, die man eben aus Märchen kennt, wie halt der Spiegel. Der muss nicht nur für Schneewittchen stehen, der kann für alles andere stehen, aber mir ging es um die Symboliken, die ich nutze. Hier die Stiefschwestern, die vielleicht gehässig sind, oder der Rapunzelturm, ne, was auch in jeglicher Form interpretierbar ist. Also mir war es wichtig, da das aufzugreifen, weil ich, wie gesagt, ich hatte das in meinen Wortkarten immer schon integriert, der meine Legung kennt, da stand dann manchmal Hänsel und Gretel oder da stand dann manchmal Knusperhäuschen oder der Schuh oder Aschenputtel oder was auch immer. Ich habe es dann immer versucht in die Worte zu packen, weil ich dachte, ach, ich kann das jetzt nicht alles malen. Aber hier habe ich halt die Chance, oder halt Rumpelstilzchen, ne, das alles zu integrieren. Hier haben wir Froschkönig. Also das ist das Deck, wo definitiv, ja, aber der Wolf verkleidet als Großmutter. Hier haben wir auf jeden Fall ja, die Märchenfiguren. Hier haben wir den Tanz, der entweder Cinderella sein könnte, Schön und das Biest sein könnte. Generell einfach dieser Prinzessinnen-Tanz. Ich sehe gerade, ich habe ja einiges umgedreht. Ja, sind die Rokidiku-Tauben von Aschen. Brödel oder Aschenputtel, ja, Rokidiku, Rokidiku, Blut ist im Schuh, falls ihr noch die Originalversion kennt. Ja, hier haben wir Prinzessin auf der Erbse. Also für mich ist das halt so, es sind super starke Symboliken und ich liebe es über alles. Da habe ich mich auch eine Weile hingesetzt, um genau das zu bekommen, was ich möchte. Hier haben wir nochmal Rotkäppchen. Ich glaube, ich habe Rotkäppchen mehrfach drin, immer in unterschiedlichen Konstellationen. Hier haben wir die Hexe, die dir den Apfel anbietet. Ja. Auch nochmal den Froschkönig, ja, mit der goldenen Kugel. Also für mich, oder hier den Aladdin. Also sie ist schon so oft gefallen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Also sie ist super oft gefallen, die Karte. Und ihr seht ja auch hier, das Tor für Gold und Pechmarie, das ist auch schon super oft gefallen. Also manche wollen sich zurzeit besonders viel zeigen. Die wollen besonders viel durchkommen, weil das Thema wahrscheinlich gerade relevant ist. Aber das ist jetzt dieses Deck. Und ich muss sagen, das ist auch eins neben dem Astravia mit eins, was auch mit am meisten erzählt. Es gibt auch noch andere, die sehr viel erzählen. Aber das ist auch eins, was mir super hilft, ja, festzustellen, was gerade los ist. Und ein anderes, was ich auch über alles liebe, was ihr bestimmt auch schon ein paar Mal gesehen habt, das hatte ich zweifach aufgeteilt. Das ist das Eldoria. Das sind 80 Karten. Auch 70 mal 120. Und da habe ich zwei unterschiedliche Rückendecks. Ich habe einmal dieses, was so ein bisschen düster und kühl ist. Und dann habe ich hier drin das Helle, was eher so wärmer ist. Und am Anfang hatte ich das aufgeteilt und habe dann immer je nachdem aus einem Pile was genommen und dachte dann immer, jetzt gucke ich mal, was für Energien. Und dann habe ich festgestellt, ach, du kannst das auch zusammenpacken. Und klar könnte jemand sagen, hey, du kannst ja immer versuchen, nur die schönen Karten zu nehmen. Aber was ich festgestellt habe, also zum einen schließe ich immer die Augen, wenn ich das mische und ziehe, also dass ich nicht beeinflusst werde. Und zweitens, wenn ich aber dann zum Beispiel eine positive Karte ziehe und es will aber eine Botschaft kommen, die ein Hinweis ist, vorsichtig zu sein oder etwas zu ändern oder etwas zu achten, dann wird selbst diese positive Karte mir diese Botschaft geben und es verfälscht nicht auf einmal die Legung und macht auf einmal etwas super Positives draus, nur weil es kommt, sondern die Intuition sagt dann, ja, das sieht zwar gut aus, aber ich will dir trotzdem sagen, anhand des Bildes sollst du das und das lesen. Ja. Das ist zum Beispiel die Mutter mit ihrem kleinen Kind, mit ihrem Mädchen. Also ich habe versucht, Beziehungen hier herzustellen. Wie steht man zueinander oder wie steht man zu sich selbst? Achtet man auf sich selbst? Ist es die Sehnsucht, dass man sich gewünscht hätte, so eine Mutter zu haben? Bist es du selbst mit deinem inneren Kind oder mit deinem Kind? Das sind so viele Auslegmöglichkeiten. Ich brauchte irgendwie Karten, die Verbindungen herstellen, die mir etwas sagen. Und da habe ich auch ziemlich lange dran gesessen, weil ich auch immer gucken musste, nach was suche ich eigentlich? Was brauche ich? Was fehlt mir?
Ja, hier haben wir das leere Kinderzimmer. Das können die Träume sein, die vergangen sind. Das kann die Jugend sein, die vergangen ist. Das kann sein, dass es sich so in der Kindheit angefühlt hat, dass das Kinderzimmer nie gefüllt war, dass es nie voller Liebe war. Es sind so viele, ich wollte einfach wie so ein Spektrum für mich schaffen. Hier haben wir die Mutter, die ihre Tochter neglected und nicht sehen will, ja, die sehr viel erwartet, aber nichts gibt. Und die Tochter, die hörig ist. Also es gibt halt sehr viel Aufschluss über die Beziehung. Die Karte ist auch schon sehr oft gefallen. Also sehr viele von euch haben diese entweder Energie, brauchen diese Energie, wünschen sich diese Energie. Das ist etwas, oh, wir haben Katzenhaar. Was auf jeden Fall, die Karte war ja auch schon sehr oft, ne? Diese Bemutterung oder dieses, hier haben wir das Paar, was nicht mehr miteinander kann, was im Begriff ist, sich zu trennen oder, ne, nur noch nebenher lebt. Also hier geht's, die ist auch schon ein paar Mal gefallen. Hier auch die Jugend, die vorbei ist. Also es geht um Verbindungen, um schöne Verbindungen, um Sehnsüchte, um Freundschaften. Hier haben wir auch die Fratze, ich sage mal so, der geborene Narzisst, der hier ist, der dich anlächelt und Pläne schmiedet. Hier wird das verwundete Herz geheilt. Hier haben wir die Jungstruppe, die miteinander feiert und Spaß hat und spielt. Auch die innere Kindheit, die da wieder rauskommt. Hier haben wir das gebrochene Herz, was sie vor sich hinträgt, wo sie sich selbst kümmern muss um sich selbst. Ja, die Frau, die flieht, weil sie einfach nicht mehr kann und nicht mehr möchte. Das kann wirklich die Frau sein, das kann aber auch, dass man einfach keine Lust mehr hat, in diesem düsteren Wald zu sein und zu sagen, weißt du was, wir suchen uns was Neues. Hier haben wir auch die Ausgegrenztheit. Hier ist so, dass es darum geht, sich einen Ratschlag zu holen oder ne, für sich da zu sein, nochmal nachzudenken, nochmal zu überlegen, genau sich zu hinterfragen, ob man etwas will. Hier haben wir die Lieben, die sich über alles lieben. Ja, also ich habe hier auch, dass man mal Wertschätzung, Anerkennung, Bestätigung bekommt, dass man Unterstützung erhält. Sehr viele erhalten im Leben immer keine Unterstützung. Hier haben wir da dieses Thema, dass was Frauen von Generation zu Generation durch einfach immer denselben Mist gehen müssen. Hier haben wir aber Frauen, die miteinander Spaß haben und dinieren und sich keinen Kopf machen müssen. Und hier haben wir die Familie, die sehr kalt miteinander ist und sich überhaupt nicht annähern kann. Wo ja viele auch rauskommen aus so einer Familie, ne? Viele haben ja so eine kalte, nicht liebevolle Familie, haben wir so ein Paar, was schon ewig sich liebt. Hier geht es darum, stolz auf sich zu sein, sich auch Wertschätzung zu geben. Sie heilt ihr Herz. Hier ist die Weitergabe von Informationen, aber auch Spaß, auch Bewunderung. Ja, nicht gesehen werden, sich unnütze zu fühlen, nicht genug. Also es ist, ich wollte, dass da wirklich so auch hier die Mutter, die ihre Tochter entweder zu Dingen zwingt, sie vergöttert, aber gleichzeitig sehr große Erwartungen hat, dass sie alles für sie regelt. Manche leben ja auch durch ihre Kinder und wollen dann, dass die Kinder das alles erfüllen, was sie nie haben konnten. Ja, der Kampf zwischen zwei Frauen oder zwei Schwestern, jetzt fällt mir noch alles runter. Aber ja, das ist so dieses Deck, was sehr intensiv ist. Hier sind sehr viele Gefühlsregungen, hier sind sehr viele zwischenmenschliche Beziehungen, hier ist eine Menge los und ich liebe das auch über alles. Und ich bin so froh, dass ich mich daran gewagt habe, weil wie gesagt, ich hatte Angst davor, ob das überhaupt funktioniert, aber tut es und ja, weiter geht's. So, hier habe ich auch nochmal zwei intensive Work-Decks für mich. Einmal habe ich ein Archetypen-Deck für mich gemacht und ein vergangene Leben-Deck. Das Archetypen-Deck nennt sich Uracella und Eternalia. Also von Orakel soll es kommen. Und hier habe ich 40 Karten. Auch wieder 70 mal 120, also groß. Und da habe ich für mich einmal Archetypen rausgesucht. Die kann man auch nachgucken. Gibt's in der Psychologie, nach Jung etc. Habe aber auch noch zusätzliche Sachen, wo ich fand, dass ich die haben möchte oder dass die mir fehlen, damit eingebaut, weil ich finde es auch immer, dass das super Aufschluss gibt über einen Menschen oder halt Situationen, ne, dass man sich manchmal zu groß fühlt, zu klein fühlt, beobachtet fühlt, einer Situation nicht gewachsen fühlt, über etwas hinausschießt. Also es ist, dieses Deck soll halt so ein bisschen Info geben. Hier haben wir so ein bisschen dieses naive, unschuldige, freie, wo noch nichts irgendwie, derjenige hat noch nicht viel erlebt oder
Vielleicht geht er auch zu unschuldig an etwas ran oder er sollte, ne, bei sich keine Schuld suchen. Also es kann mehrere Themen beinhalten. Hier haben wir den Eremiten, ja, der in sich und für sich lebt, der sehr weise ist, der sich aber auch zurückzieht. Hier haben wir die so ein bisschen schmolzig gegen Dinge wehrt, so ein bisschen Widerstand leistet, Dinge nicht gut findet. Sie ist die Jägerin, die aber genau weiß, worauf sie sich fokussieren muss und die auch zielgerichtet ist, mit der man sich lieber nicht anlegen sollte. Ja, die Abenteurerin, die auf jeden Fall auf der Suche nach etwas ist. Sie weiß auch, sie ist die Schmiedin oder beziehungsweise ist sie konzentriert. Sie weiß, was sie will. Sie ist Hand, also sie kann die Handarbeit sehr gut. Gott, das ist schon so lang, das Video. Ich muss das mal wieder. Da ist auch so eine Kraft, so eine starke eiserne Wille. Also hier geht es auch um so, sich von etwas nicht abbringen zu lassen. Ja, und sie ist eher so die Investigatorin, die Journalistin, die Neugierige, die aber auch Fragen stellen soll und muss, die hinterher sein soll bei etwas. Hier haben wir auch die Superheldin. Ja, man kann manchmal ein Held sein, manchmal will man ein Held sein, manchmal sollte man lieber kein Held sein. Hier haben wir die Königin oder Kaiserin. Also es sind so verschiedene. Sie ist diejenige, die geizig ist und alles für sich behalten will und bunkert. Sie ist die Dienerin, die für alle die Arbeit macht. Hier haben wir das Thema Armut. Sie ist diejenige, die alles und jeden ein bisschen vergöttert, die auch viel betet, aber eben auch, ne, Menschen über sich stellen könnte, idealisiert. Hier haben wir das Grenzen setzen, das ist auch schon ein paar Mal gefallen. Oder auch, ne, so eine gewisse Strenge auf sich zu achten. Die Richterin. Also es sind auf jeden Fall sehr viele Themen. Hier haben wir die Künstlerin. Sehr viele Themen. Sie ist auch die, die im Mittelpunkt steht. Die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vielleicht auch die Gastgeberin. Also es war mir wichtig zu gucken, wo ist vielleicht jemand. Hier haben wir derjenige, der Saboteur ist, der sich alles kaputt macht, der sich seine Träume immer wieder zerschmettert. Hier haben wir jemand, der genießen kann und feiern kann. Also hier geht es vor allen Dingen darum, rauszufinden, wo du stehst, weil das ist es. Wenn ich Karten lege, brauche ich manchmal Anhaltspunkte. Also nicht immer muss das sein mit dem Deck, aber ich brauche manchmal Anhaltspunkte, wo vielleicht gerade jemand steht, wo er vielleicht gerade hingeht, worauf er zusteuert. Und da ist es ganz gut, so eine kleine Info zu bekommen. Und da hilft so ein Deck enorm. Ja, und was hatte ich noch gesagt? Ach ja, Eternalia. Also das ist die vergangene Leben. Hier haben wir auch 40 Karten. Das ist auch in so einem älteren Stil gehalten. Also hier geht es jetzt nicht darum, die Orte zu zeigen, an denen man war, aber vielleicht, welche Aufgabe man hatte, in was für eine Rolle man war. Und gerade wenn man das dann vielleicht zum Beispiel auch mit dem Deck zusammenlegt oder anderen Decks, kann man sehr viel dann über jemanden rausfinden. Und ja, das hier haben wir so typische auch Rollen, die sie erfüllt haben. Also das ist jetzt ein Bibliothekar. Hier, sie hat Geheimnisse im Verborgenen. Hier haben wir jemanden, der ist ein Geschäftsmann. Und das muss nicht immer nur der Mann sein, aber kann ja sein. Viele von euch sind auch in früheren Leben andere Geschlechter gewesen. Hier haben wir den Buchhalter oder den Finanzmann. Ja, jemand, der aus dem Krieg kam oder im Krieg ist. Hier haben wir jemanden, der Ärztin, Pflegerin, Sanitäterin ist. Hier haben wir jemanden, der sich mit dem Thema Alchemie oder auch Medizin beschäftigt. Sie hat ihren Geliebten und ihren Brief da gerade in der Hand. Dann haben wir die Ausflüge oder auch, ne, wenn man einer höheren Klasse angehört hat, dann hat man Möglichkeiten gehabt, zu draußen zu sein, zu dinieren. Und ja, falls es jemand merkt, ich habe in der Zwischenzeit Bridgerton geguckt, als ich das erstellt habe. Also falls ihr euch irgendwie wundert, warum das so leichte Ähnlichkeit haben könnte, jupp, die Zeit hat mich beeinflusst. Und dieses Deck, das sind die Liebenden. Ich fand es einfach nur wunderschön. Ja, und das ist so dieser entweder garstige Vater, garstiger Stiefvater oder der dich heiraten will, den du aber auf gar keinen Fall heiraten willst, aber dein Vater will sich mit dem verheiraten. Also es soll Info geben. Hier haben wir die Näheren. Ja, es kann eine Aufgabe von dir gewesen sein im früheren Leben. Und das ist auch mehrfach interpretierbar. Hier haben wir jemanden, der sich mit der Tierwelt stark verbunden gefühlt hat. Ja, also hier ist eine Menge los. Hier haben wir das Mahlwerk, die Mühle.
Sie ist jemand, der sich der Religion damals zugetan hat. Ein Autor oder Schriftsteller. Ich meine, in der Zeit haben Männer ja da viel mehr geschrieben, Frauen durften sie eigentlich nicht. Und ja, es beinhaltet auf jeden Fall eine Menge an Infos, Status, Berufe, Lebensbereiche und vielleicht eine Karte an sich wird vielleicht nicht zu viel hergeben, aber in Kombination mit dem oder anderen Decks ist es definitiv, hier haben wir den Friedhof, dass etwas ändert, ne? Kann auch darüber ein bisschen Informationen geben. Ja, das ist jetzt mein Past Life Deck, also vergangene Leben Deck und weiter geht's. So, das sind jetzt die gängigsten Decks, die ich bis jetzt die sehr oft gesehen habe. Das ist das mit dem Klee, das ist das Nexalia. Das ist das Tarot, das ist Elunara. Dann ist das das Mysteria. Und dann haben wir das Hexendeck, das Elmara. Und da gebe ich euch auch nochmal einen kurzen Sneak Peek zu denen. Oder viele davon habt ihr ja schon gesehen. Oh, Entschuldigung. Fangen wir mal mit dem Nexalia ein. Das sind alles 80er Decks, also alles 80 Karten. Das ist das Rückendeck. Und das hatte ich extra auch in dem Vintage-Stil. Ne, so ein bisschen auch mystisch angehaucht. Da sollte definitiv, hier haben wir so ein bisschen Zirkus, aber auch so, ne, das. Das war, glaube ich, bevor ich das Lenormand gemacht habe, habe ich hier schon Elemente mit eingebaut. Also, das war dann halt sowas wie der Ring, der da sonst ist. Oder was hatte ich dann? Das ist übrigens eine Vampirin. Das Buch, was dazu gehört, das Herz. Ich glaube, ich hatte da. Ja, der Vogel oder die Taube, der Berg, das waren so Elemente. Und dann habe ich, glaube ich, gemerkt, boah, du kannst eigentlich auch ein Lenormand noch draus machen. Ja, es geht auf jeden Fall. Hier mag ich auch total den Kornkreis. Also es geht total in so eine Richtung, die ich total liebe. Es hat mich auch so ein bisschen, also nicht unbedingt jetzt von der Optik, aber ich mag zum Beispiel auch Coraline und da ist ja auch so ein bisschen dieser Stil, so dieses bisschen düstere. Ja, hier haben wir auch den Blumenstrauß, den gibt es ja auch im Lennemar. Hier haben wir unsere Wahrsagerin, unsere dunkle Wahrsagerin, hier haben wir das Kleeblatt. Ja, also hier habt ihr bestimmt auch schon das ein oder andere Bild gesehen. Ja, das sollte damals, glaube ich, so ein bisschen wie die Wege sein. Also ich habe, oder der Park. Ja, ich habe auf jeden Fall hier mir auch recht Mühe gegeben, weil ich hatte so dieses Gefühl, ich brauche etwas, was so ein bisschen witchy ist, so ein bisschen düsterer ist und so ein bisschen so den Vibe trifft, den ich gerne verkörpern würde, für den ich auch stehe, der so in mir wohnt. Deswegen, ich bin auf jeden Fall jemand, der viele Facetten hat und ich wollte, dass das in den Karten auch zum Ausdruck kommt, dass es nicht nur eine Version von mir gibt, sondern ganz viele. Und das ist so dieses Deck. Also wenn euch so ein bisschen auch Steampunk und so interessiert, auch so ein bisschen Gothic, dann ist das Deck, was euch da am meisten zusagen würde. Dann nehme ich das Mysteria. Das hatte ich, glaube ich, als zweites. Ich glaube, ich habe erst das Luminara mit den Tieren, mit den leuchtenden Tieren gemacht. Und dann habe ich, glaube ich, das Mysteria gemacht. Und das liebe ich auch über alles. Das habt ihr, glaube ich, auch schon sehr oft gesehen. Das ist auch so Vintage. Und da habt ihr, glaube ich, auch schon manche Karten von gesehen. Und da geht es auch um viele Symboliken. Also da wird auch nicht drunter geschrieben, das Bild soll für sich sprechen. Ich habe mir versucht, Mühe zu geben, dass man erkennen kann. Selbst wenn du nicht weißt, was es ist, sollst du trotzdem einfach dem Gefühl folgen, was du hast, wo du sagst, was könnte die Karte gerade für dich sagen? Was fühlst du? Was denkst du, was diese Karte dir sagen will? Und wenn du sagst, oh, ich bin überfordert, ist auch okay. Ja, aber das hat auch, es ist nicht ganz so düster wie das andere, aber es hat auch viele Symboliken. Und soll auch Aufschluss geben, wo der Mensch gerade steht oder wo er für sich hin will. Ja, und ich liebe den Vibe total. Also ich liebe den Vibe sehr, 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 sehr doll. Und vielleicht gibt es Doppelungen zwischen dem und dem, aber mich stört das null, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Sanduhr ziehe und da auch, ist es einfach doppelte Bestätigung, dass es wirklich darum geht, gerade Geduld zu haben oder abzuwarten, ja.
Aber ich finde es auch, ich liebe es einfach. Ich weiß auch nicht, es ist genau mein Vibe. Wenn ich hier reinsteigen könnte und einfach in die Karten ziehen könnte, dann würde ich das sofort machen und weg wäre ich. Ja. Aber es ist halt so eine bunte Mischung aus ganz vielen. Aber ich muss ganz ehrlich, beim Erstellen machen, habe ich es geliebt. Ich war so wie, oh mein Gott. Aber ich konnte es erst begreifen, als ich es dann in der Hand hatte und als Eva es dann auch in der Hand hatte und gesagt hat, oh mein Gott, ist das schön. War ich so wie, okay, gut, ihr gefällt's. Sehr schön, freue mich. Ja. Dann machen wir das Elmara, das Hexendeck. Das habt ihr auch schon das eine oder andere Mal gesehen. Da habe ich alles, was sozusagen über Hexen, mit Hexen, Paranormales, Übersinnliches, alles reingepackt, was man so erleben und machen kann. Da habt ihr, glaube ich, auch schon einige Sachen gesehen. Auch verschiedene Feste, die Hexenfeste habe ich damit eingebaut, die es gibt. Ja, was eine Hexe alles so tun kann. Hier haben wir, dass um Telepathie geht, aber auch Energieversorgung. Ja, dass man seine Wünsche und Träume aufschreibt, aber auch, dass man Hexensprüche, ne, dass man Dinge für sich, dass man vielleicht auch automatisch das Schreiben macht, Symbolik. Also es ist mehrfach interpretierbar. Hier ging es darum, ne, entweder von der Vergangenheit Abschied zu nehmen, von vergangenen Geistern oder auch Geister zu vertreiben. Hier haben wir das Astrologie-Thema. Hier ging es auch um Telepathie, Gedankenlesen, aber auch Empfangen von Botschaften. Wir haben auch so ein bisschen die Kräutermagie, aber auch dieses, ne, so irgendwo draußen leben, im Cottage, so das Landleben, gemütlich. Hier haben wir, dass wir von einem anderen Planeten kommen und definitiv aus den Sternen. Hier haben wir das Lichtfest im Bolk. Hier haben wir die Träume, die zu einem kommen, die Wahrträume. Ja, mal die Sommersonnenwende, das hatte ich letztens erst. Also die Selbstheilung. Also ich liebe dieses Deck auch total. Also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich meine Decks angucke, bin ich sehr stolz darauf. Da steckt sehr viel Arbeit drin, könnt ihr euch sicher vorstellen. 80 Karten jedes Mal in so einem Deck zu entwerfen, ist nicht ohne. Ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, ich habe das einfach alles gechannelt. Es kam einfach durch. Ja, hier haben wir jemanden, der mit den verstorbenen Tieren sprechen kann oder den toten Krafttieren, der das empfängt. Falls ihr was wackeln merkt, Mimi putzt sich so doll, dass das ganze Tisch wackelt. Ja, also das ist auch mit einer meiner Lieblingsdecks oder hier, dass man aus sich manchmal wie rausgehen kann oder dass man sich von sich selbst manchmal löst, ne? Aber auch, dass man ein Energiekörper ist und eben nicht nur ein Körper. Also ja, dieses Deck hat definitiv, ist ein Witchy-Deck durch und durch. Die Waldenergie. Hier geht es ums Sprechen, Menschen mit seiner Sprache. Hier haben wir die Kerzenmagie. Hier haben wir die Geldmagie. Hier haben wir Donner und Blitz. Hier geht es ums Gewitter und Wetter. Hier geht es um die Levitation. Hier ging es um Reinkarnation, Past Life. Geht um die Tiermagie oder beziehungsweise, ne, mit Tieren zu kommunizieren. Hier haben wir die Rauhnächte. Das ging, glaube ich, um Portalmagie. Ja, also hier ist eine Menge Wasser- und Feuerenergie. Hier haben wir das Julfest. Hier ging es um Telekinese, um den Schutzkreis. Hier ging es um Musik. Hier haben wir die Traumdeutung. Also ja, ich habe mir was einfallen lassen, sagen wir es mal so. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich muss da nur gucken, wie ich das mache, ob ich das auf meinem Kanal mache oder auf meiner Website mache, wenn ich die jetzt zum Beispiel verkaufen würde. Und man hat irgendwie Fragen zu den verschiedenen Sachen, dass ich mir vielleicht für solche Decks vielleicht was einfallen lassen würde, weil da ja auch wirklich für mich in Anführungsstrichen eine feste Bedeutung drin ist, wenn mir jetzt nicht den Pups putzen. Das ist, sie fühlt sich immer so wohl, dass das automatisch hier so läuft. Ja, ich kümmere mich da kurz drum. Okay, und jetzt habe ich noch das Letzte. Das ist das Eldonara. Das ist das Tarot. Da habe ich jetzt 78 Karten. Ich hatte noch zwei extra Karten reingepackt, einfach zum Ausprobieren damals. Ich weiß nicht, ob ich die drin lasse oder ob ich wirklich nur die 78 Karten mache. Ja, das ist auch wieder 70 mal 120. Und da haben wir, das ist jetzt gemixt, ne? Sind die 22 großen Arkanen. Und die 56 Kleinarkanen, beziehungsweise die Hofkarten und dann die Kleinarkanen.
Und da habt ihr vielleicht das ein oder andere auch schon gesehen, ne? Der Stern ist, glaube ich, relativ oft gefallen. Hier haben wir jetzt den Teufel, die Liebenden, Sechs der Schwerter. Also ich habe auch immer versucht, das in einem Themenbereich zu lassen, ne? Das ist, bei den Kelchkarten habe ich nicht immer versucht. Also ich habe oft die Kelche. Es ging aber nicht immer. Das gehört auch zu den Kelchen. Dann haben wir die Schwerter hier. Dass die Schwerter auch die Schwerter sind. Die Scheiben sind bei mir mit Edelstein. Habe ich auch versucht, in so einem, ne, Goldgrün zu halten oder braun. Hier haben wir den Eremit. Hier haben wir den Tod. Also wie gesagt, meine Decks sind Frauen bestimmt. Hier haben wir sechs der Stäbe. Hier haben wir jetzt nicht die sechs Stäbe, aber jeder, der die sechs der Stäbe kennt, weiß, dass es sozusagen diese Stolz-Triumph-Karte ist. Deswegen ist es kein Deck, wo du jetzt anfangen würdest. Vielleicht mache ich auch da noch mal ein Video zu für die, die das, wenn sie es gekauft haben, extra nur exklusiven Zugang haben. Also jeder, der sozusagen das Deck gekauft hat, dass er auch eine Anleitung dafür bekommt, dass ich das dann noch mal erkläre. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel der Kaiser, der ist bei mir weiblich, der ist ja sonst immer männlich. Das Ass der Scheiben. Und in den Hofkarten habe ich halt auch keine Männer, sondern halt nur die Frauen. Ne? Das ist, du hast jetzt zum Beispiel hier die Stäbe. Und dann hast du die Entwicklung der. Lass mich kurz gucken, wo wir hier überall die Stab. Ja, die Stabkarten haben. Das ist bei mir sozusagen diese Entwicklung. Du hast so die kleine Prinzessin, dann so die Heranwachsende, dann die Frau und dann auf jeden Fall die Weise, die alles schon hinter sich hat. Und das wäre dann sozusagen der Page, Ritter, Königin und König. So ist das dann bei mir gestaltet. Und das habe ich für alle vier Elemente halt, ne? Luft, Feuer, Wasser und Erde. Weil ich hatte so dieses Gefühl, dass es auch darum geht im Leben, auch als Frau, wo entwickelt man sich hin, wie entwickelt man sich weiter, welche Fehler macht man vielleicht, ne? Dass man in dem Alter vielleicht noch ganz andere Fehler macht als in diesem oder in dem macht man vielleicht viel, viel mehr, als man dann vielleicht weiß, okay, wie was läuft. Ja. Und das ist zum Beispiel bei den Scheiben. Wäre das jetzt zum Beispiel der König. Ich habe es auch versucht, auch hier im mystischen Stil zu lassen. Und da auch den Vibe einzufangen, auf den ich da so ein bisschen stehe. Hier mal die Sechs der Kelche. Mal Fünf der Stäbe. Dann mal zum Beispiel Zehn der Stäbe. Und das ist zum Beispiel mein Hohepriester. Und das ist Zwei der Stäbe. Ass der Stäbe. Immer den Magier oder die Magierin. Zehn der Kelche. Ja, das ist sozusagen hier mal das jüngste Gericht. Hier haben wir Sieben der Kelche. Hier haben wir die Kunst. Oder auch Mäßigung. Hier haben wir die Kaiserin. Hier haben wir die Zehn, das Glücksrad oder das Schicksal, das Universum, der Narr, Ass der Kelche, hier haben wir drei der Scheiben, der Wagen, hier haben wir Zehn der Schwerter, haben wir zwei der Kelche. Ja. Also ihr habt einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie das ungefähr ist. Und ich muss sagen, ich liebe mein Tarot. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal in meinem Leben ein Tarot kreiere, weil ich immer so ein bisschen gestruggelt habe mit den Hofkarten und den kleinen Arkanen. Aber ich habe für mich einen Weg gefunden, das umzusetzen, sodass ich gut damit umgehen kann. Und ja, ich habe jetzt noch zwei Decks, die ich explizit eigentlich nur für mich geschaffen habe und wo ich auch gar nicht wüsste, ob ich die jetzt wirklich jemals verkaufen wollte, weil die wirklich nur für meine Arbeit sind. Aber die zeige ich euch trotzdem nochmal. So, das sind die beiden Decks. Das eine ist mein Berufe Energiedeck. Das ist das Ismeria. Und das ist mein Herkunftsländer-Zeitendeck. Das habe ich ganz neu gemacht. Das ist das Exploria. Ja, ich fange jetzt erstmal an mit dem Ismeria. Das ist eins der dicksten. Da habe ich 120 Karten. Also da habe ich sozusagen
zwei Decks miteinander kombiniert. Das ist auch mit eins der aufwendigsten. Ja, das ist das Rückendeck. Und da habt ihr vielleicht das ein oder andere schon gesehen, habe ich halt wirklich Berufe, Energien, Hobbys, ja, Sachen reingepackt, weil ich das immer ganz gut finde und weil man ja doch immer mal gefragt wird in Readings, wenn ich Bestellung mache, welcher Beruf wäre vielleicht für mich, käme für mich in Frage, und dann kann ich dieses Deck benutzen, weil ich konnte sowas immer nie benutzen, weil die Karten sagen dir meistens keinen Beruf, die sagen dir ja eigentlich eine Energie, eine Frequenz, wo es hingehen könnte. Und ich dachte, das wäre so cool, wenn ich irgendwie ein Deck hätte, wo es mir so ein bisschen das zeigen würde. Hier haben wir zum Beispiel die Reporterin. Die habt ihr die ein oder andere Mal, glaube ich, schon gesehen. Also die will wahrscheinlich auch durchkommen. Das heißt ja nicht, dass man immer Reporter sein muss. Hier haben wir Dirigentin. Kann, ne? Es ist halt mehrfach interpretierfähig. Du kannst halt dirigieren, aber es könnte auch sein, dass du Dirigentin von deinem Leben sein sollst, dass du Dinge mehr bestimmen sollst, dass du mehr dich durchsetzen sollst, den Ton angeben. Hier haben wir zum Beispiel jemand Buchhalterin, die mit Zahlen arbeitet. Das heißt, es geht bei dir um Finanzen. Entweder ist das eine Aufgabe, die du jetzt erleben sollst, oder in deinem Leben sollst du dich mit Zahlen und Finanzen beschäftigen. Hier haben wir die Pilotin. Ja, muss nicht immer bedeuten, man ist Pilotin, aber so dieses, den Überblick haben, in die Lüfte aufsteigen, mal was anderes machen, vielleicht auch eine festere Rolle, strengere Regeln, mehr Vorgaben. Da kann so viel mehr durchkommen. Oder hier haben wir die Astronomin, die sich mit den Sternen beschäftigt. Das kann auch wieder einen Hinweis zum Beispiel geben, wenn man das mit dem vergangenen Leben Deck legt, ne? Und dann kommt Astronomin, dass man irgendwie sagt, oh, vielleicht habe ich mich ja mit den Astro-Sachen der Vergangenheit beschäftigt, mit den Sternen im Sonnensystem. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Surferin. Heißt jetzt nicht, du musst eine Surferin sein, aber es gibt mir immer so ein bisschen Aufschluss, wo deine Energien hinfließen, wo du dich, mit welchen Elementen du dich vielleicht beschäftigen sollst oder was dir liegt. Die Karten sprechen halt so für sich, ne? Hier haben wir eine Designerin oder jemand, der sich mit Mode beschäftigt. Ja, und da ist halt auch sehr viel zusammengekommen. Also da sind wirklich sehr viele Berufe und Energien reingekommen. Ich hatte irgendwie Lust, ich dachte, komm, das machst du jetzt mal. Und wie gesagt, das hatte ich jetzt nicht vor, irgendwie zu verkaufen, sondern das ist hart erarbeitete, ja, Infos, die ich alle hier reingesteckt habe und die mir bei meinen Legungen vor allen Dingen helfen. Und ich glaube auch, wenn, dann würde das nur anderen Kartenlegern wahrscheinlich helfen, wenn sie selber legen. Und ja, also da dürfen sie sich hinsetzen und gerne auch selber was kreieren. Das sollte, glaube ich, jeder dann für sich so ein bisschen finden, was er da gerne macht und mag. Okay, und jetzt das Exploria. Da kann ich jetzt schon dazu sagen, dass AI bestimmte Dinge nicht perfekt gemacht hat, also ethnisch korrekt. Also ich wollte dann zum Beispiel eine bestimmte Region, und es hat es mir egal, was ich eingegeben habe, was ich getan habe, wollte es nicht so richtig machen und hat es dann ein bisschen alles, könnte man sagen, in Anführungsstrichen verweislicht. Also ne, es hat es sehr europäisch alles dargestellt. Kann natürlich daran liegen, dass ich aus Europa komme und das wollte es so, das wollte es. Manchmal haben die ja auch Guidelines, dass die sagen, die wollen nicht, dass du was erstellst, was ihren Guidelines nicht entspricht, obwohl man eigentlich, ne, den Guidelines folgt. Aber dann haben sie auf einmal ein Problem damit oder denken, du willst irgendwas erstellen, was merkwürdig ist, was man gar nicht will, sondern ich wollte ethnisch korrekte Bilder. Aber ja, bevor ich hier weiter drum rumrede, habe ich nämlich Länder und Regionen erstellt. Und das hat mir dann sozusagen die Frauen dazu gemacht. Und eine indische Frau, würde ich jetzt nicht sagen, würde in erster Linie so aussehen. Es gibt natürlich manche so, aber ich würde sagen, vom Charakter her typisch sehen sie dann doch manchmal ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, das soll keine Kritik oder so sein. Hier hat sie's, haben sie es sehr, sehr schön hinbekommen. Aber es gibt halt auch so ein paar, wie zum Beispiel Spanien hätte ich jetzt, also ich weiß, dass es in Spanien zum Beispiel auch blonde Frauen mit blauen Augen gibt, aber da hätte ich zum Beispiel jetzt auch gedacht, dass ein anderer Charakter entsteht. Aber es ging mir hauptsächlich auch um die Hintergrundbilder, ne, dass man so ein bisschen was von dem Land, von der Natur sieht. Und es hat mir dann immer die entsprechenden Frauen auch dazu gepackt. Und es soll mir manchmal ein bisschen Aufschluss geben, wenn ich das frühere Leben mache. Zum Beispiel, in welchem Land hast du gelebt? Oder ne, was hast du, wo hast du vielleicht, in welcher Zeit warst du inkarniert? Wo hast du vielleicht eine Geschichte? Gibt es über dich eine Vergangenheit? Ich habe jetzt nicht alle
159 Länder. Das wäre jetzt ein bisschen viel gewesen, aber ich habe da manchmal bestimmte Regionen oder ne, wie das zum Beispiel Schwarze Meer, Rote Meer und so, das umfasst ja zum Beispiel sehr viele Länder, sodass man ungefähr weiß, wo das vielleicht war oder zu was man sich vielleicht hingezogen fühlt und warum. Ja, das ist so ein Deck, was ich halt für mich dann zum Beispiel sehr gut nutzen kann in meinen Legungen. Und sowas habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sein. Und habe da jetzt auch nicht irgendwo mich jetzt dran orientieren können, sondern das habe ich einfach für mich jetzt so kreiert, die Länder oder Orte, die für mich in Frage kamen. Ja. Das soll zum Beispiel Hildegard von Bingen sein. Jedenfalls habe ich es versucht. Versucht. Ja, ich liebe die Karten über alles. Selbst wenn es vielleicht nicht zu 1000% alles korrekt ist, habe ich versucht, es so gut wie es geht irgendwie hinzubekommen. Okay, ja, das dazu. Das sind die beiden Decks und ich glaube, jetzt sind wir durch. Das Video geht jetzt 1,5 Stunden. Ihr könnt mich, falls ihr bis zum Schluss geguckt habt, ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht mache ich da auch nochmal ein Disclaimer am Anfang, welche Decks ihr kaufen würdet, welche ihr denkt, die ich in den Shop stellen müsste, auf jeden Fall. Und dann kann ich ja mal gucken, wie viele Anfragen es gibt, weil ich, wie gesagt, ich habe so viele Decks, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da jetzt alle in meinen Shop packe, weil da müsste ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich in meinem Kopf gerade zu viel, aber wenn ich merke, okay, ein bestimmtes Deck wird besonders oft angefragt, dann könnte ich mir vorstellen, das in den Shop dann zu packen und dann nochmal ein Video darüber zu machen, wie, wo, was. Und das dann auch in Angriff zu nehmen, weil wie gesagt, ich habe jetzt erstmal alles erstellt, wollte die Decks erstmal benutzen, wollte erstmal gucken, wie lassen die sich verarbeiten, funktionieren die gut, habe ich gute Bilder gewählt, habe ich gute Energien gewählt, weil man kann ja manchmal auch noch was korrigieren oder ändern und so und da wollte ich erstmal, ja, bestimmte Sachen erstmal so ein bisschen Raum geben. Aber es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und wenn ihr die Namen alle nicht mehr habt, schreibe ich die vielleicht auch in die Infobox nochmal, dass ihr genau wisst, welches Deck wie. Vielleicht schreibe ich es auch auf die Webseite nochmal eine Liste, sodass ihr das euch nochmal angucken könnt. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne rein. Aber wie gesagt, alles was zum Erstellungsprozess, wie ich was gemacht habe, werde ich keine Infos dazu geben. Guckt euch bitte das Video an, was ich verlinkt habe, wieso, weshalb, warum. Und ja, ich drücke euch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich freue mich auf euch. Bis dann.